geht, Leute, und herzlich willkommen zum allerersten F1-22 Gameplay-Video hier auf meinem Kanal. Ich habe dank EA die Möglichkeit, eine Preview-Version des Spiels anspielen zu dürfen und euch damit ein paar Videos versorgen zu dürfen. Heute gibt es exklusiv das erste Gameplay überhaupt so ziemlich, mit ein paar anderen YouTubern zusammen natürlich, auf der Strecke in Miami. Das ist einfach nur unfassbar, dass ich einer der ersten sein darf, der das spielen kann und der euch da was zu zeigen kann. Schreibt gerne Fragen in die Kommentare, die ihr zum Spiel habt. Die werde ich dann in den kommenden Videos zu dieser Preview-Version versuchen zu beantworten, insofern ich da natürlich schon was weiß. Aber heute geht's nach Miami zum allerersten Mal. Behaltet bitte im Hinterkopf, dass das, wie schon erwähnt, eine Preview-Version ist. Also wird natürlich noch nicht alles perfekt sein. Es werden vielleicht ein paar Bugs vorhanden sein, die es dann im fertigen Spiel aber natürlich nicht mehr geben wird. Also legt nicht alles zu 100% auf die Goldwaage, was heute vielleicht noch nicht ganz so stimmt. Aber jetzt starten wir rein. Blitzqualifying und dann ein 25% Rennen auf der neuen Strecke im neuen Spiel. Sehr viel besser geht's doch gar nicht. Let's go! Das war sie also, die erste Hotlap hier in Miami, in F1 22. Lasst mich sehr gerne wissen, was ihr von der Strecke haltet, so vom ersten Eindruck her. Die Runde war nicht ganz so toll anscheinend. Platz 14 ist das nur für uns. Seht es mir bitte nach, wenn ich noch kein totaler Experte bin auf dieser Strecke. Ich habe versucht, mit ihr in den vergangenen Tagen ein bisschen warm zu werden. Habe die Strecke auf jeden Fall jetzt mittlerweile drauf. Weiß, wo die Kurven lang gehen. Aber bis man wirklich gut wird, dauert es immer eine Weile. Ich denke, das ist normal. Gehen wir direkt rein in unser allererstes Rennen hier in diesem Spiel auf dieser Strecke. Ich freue mich unfassbar drauf. Wird unser erster Start hier in diesem Spiel ganz vernünftig, würde ich behaupten. Das wird hier sehr, sehr langsam werden in dieser ersten Kurve. Da müssen wir natürlich vorsichtig sein, um uns nicht direkt Frontflügelschaden zuzuziehen. Der Start war aber nicht so verkehrt. Wir konnten es schaffen, immerhin eine Position zu gewinnen gegen Albon, der im Qualifying scheinbar richtig stark war und weit, weit vorne stand in seinem Williams und jetzt auch versucht, hier innen anzugreifen in diese Highspeed-Kurven im ersten Sektor. Das gelingt ihm aber nicht. Oh Gott! Und da gibt es direkt die erste Kollision neben uns. Mick Schumacher ist da an dem anderen Fahrer ein bisschen zu nahe gekommen. Wir konnten aber zum Glück ganz gut ausweichen und sind unbeschadet davongekommen. Während der Haas jetzt, das ist gar kein Haas, das ist Bottas im Alfa Romeo. Der versucht uns jetzt hier anzugreifen. Schafft das aber nicht so ganz, obwohl jetzt doch in die Haarnadel hinein. Allgemein fällt es mir auf, dass dieser Mercedes unfassbar langsam auf den Geraden ist. Ich weiß nicht, ob das nur hier in dieser Preview-Version so ist oder ob das wirklich dann im Spiel so sein wird. Aber das ist schon auffällig langsam. Genauso langsam sind auch diese drei Kurven hier. Die finde ich ziemlich gewöhnungsbedürftig, muss ich gestehen. Aber das ist was ziemlich Einzigartiges und deshalb auf keinen Fall was Schlechtes. Wir halten hier ganz gut mit Valtteri und dieser Gruppe vor ihm. Das ist jetzt vielleicht die Chance, um uns die Position wieder zu schnappen. In dieser Kurve gab es vorhin in der ersten Runde diese knappe Situation. In dieser Runde wurde es wieder knapp, aber wir setzen uns durch.
Oh, oh, Bottas versucht jetzt zu kontern auf der langen, langen DRS gerade im letzten Sektor der Strecke und zieht auch wieder vorbei. Erneut werden wir im besten Fall aber die Möglichkeit haben, um hier zurückzuschlagen. Das ist ein richtig geiles Duell gegen Valtteri, der ja ausgerechnet gegen Russell, mit dem wir hier unterwegs sind, um dieses Mercedes-Cockpit gekämpft hat bis zuletzt, sich da aber nicht durchsetzen konnte, was ihm aber im Real Life nicht geschadet hat. Mir gefällt er bei Alfa Romeo ganz gut und hier in diesem Rennen gefällt er mir auch ganz gut. Der lässt absolut nicht locker und versucht es jetzt wieder außenrum vorbei. Das dürfen wir aber eigentlich nicht zulassen und tun es auch nicht. Na, nächster Konter von Bottas, ich merke schon, der wird uns hier gar keine Ruhe mehr geben in diesem Rennen. Wir haben aber die Chance, diesmal besser dagegen zu halten. Hier in der Haarnadelkurve, da vorne rechts sieht man das geile Hard Rock Stadium, um das diese Strecke ja herumführt. Und wir setzen uns tatsächlich durch gegen Bottas, der jetzt aber wieder versucht anzugreifen. Mann, ist der hier hartnäckig. Das ist zwar richtig, richtig geil, hilft unserem Rennen aber natürlich nicht unbedingt weiter. Wir setzen uns erneut durch und Bottas kommt ein bisschen von der Strecke ab. Das nutzt Albon, um da vorbeizuziehen. Am Ende von Runde 5 ist es Zeit für unseren allerersten Boxenstopp in diesem Spiel. Und jetzt haltet euch fest, die Boxenstopps wurden nämlich ein wenig überarbeitet dieses Jahr. Ihr seht da dieses Fenster und man muss versuchen, möglichst perfekt in diesem Fenster einen bestimmten Knopf zu drücken. Das beeinflusst die Boxenstoppzeit. Ich finde das wirklich eine geniale Neuerung, weil man so einfach mehr Einfluss auf die Boxenstops hat. Falls man das nicht genau timet, merkt man wirklich, dass der Stop ein wenig langsamer wird und dass man da ein bisschen Zeit verliert. Oh Gott, vorsichtig hier an dieser Boxenausfahrt jetzt auf kalten Medium-Reifen. Eine Runde nach uns kommen ein paar weitere Jungs zum Boxenstopp. Können wir uns da alle schnappen, die wir uns schnappen sollen? Also die eigentlich hinter uns waren. Also mehr oder weniger. Wo Zhou jetzt herkommt, das weiß ich nicht so ganz. Die Position hätten wir beinahe verloren. Und Ocon ist sogar durchgeschlüpft, oder? Oder war der vor uns? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Nicht Ocon, Tsunoda meine ich, im Alpha Tauri. Ich bilde mir aber fast ein, dass der vor uns war. Und wenn das wirklich der Fall war, dann sind wir jetzt deutlich näher rangekommen durch diesen Undercut. Magnussen, der nur eine Position vor uns war, ist auf Medium-Reifen in dieses Rennen gegangen. Der wird somit noch eine ganz schöne Weile fahren, bevor er an die Box kommt. Wir brauchen jetzt eine gute Pace und dann haben wir die Chance, um da zumindest zwischenzeitlich vorbeizuziehen. Eine Sache, die mir an diesen langsamen Kurven aber sehr, sehr gut gefällt, ist der Fakt, dass direkt auf diese Kurven die ewig lange DRS gerade folgt. Und mir persönlich fällt es immer leichter, in so langsamen Kurven nah am Vordermann dran zu bleiben. Das fällt nicht nur mir leichter, das ist auch wirklich leichter. Das wird sich im Real Life wahrscheinlich auch bemerkbar machen. Und das wiederum hilft natürlich dem Überholen hier auf dieser Strecke. Mick Schumacher ist der Erste, der reinkommt. Den werden wir relativ locker bekommen. Oh, ach, dann war Magnussen vor Schumacher unterwegs, okay. Das habe ich mir irgendwie anders gerade gedacht, aber umso besser natürlich für uns. Platz 11 jetzt schon, vielleicht geht ja sogar noch eine Position mehr und dann wäre das zumindest ein Pünktchen. Eine Runde nach seinem Teamkollegen ist auch Kevin Magnussen jetzt beim Boxenstopp. Oh, der kommt aber sogar vor uns raus. Okay, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Magnussen jetzt vorbei an Tsunoda. Wenn wir Glück haben, sind sich die beiden ja so ein bisschen uneinig und verlieren Zeit. Danach sieht es sogar tatsächlich aus. Yuki möchte sich hier nicht einfach so geschlagen geben und hält voll dagegen. Gegen den Haas-Piloten Rad an Rad die beiden jetzt in diese langsamen Kurven hier hinein. Oh, ist das ein enges, knappes Duell da vor uns. Und schon sind wir dran. Mal wieder, zum wiederholten Mal, kommen wir sehr stark durch diese Kurven und haben die Chance, hier hinein eine Position gut zu machen und schaffen das auch. Wird das noch was gegen Tsunoda und mit einem 9. Platz hier in diesem Rennen? Wenn ja, dann muss es ziemlich bald passieren. Wir sind schon in der letzten Runde angekommen. Unsere beste Chance ist wahrscheinlich die nächste Kurve. Da können wir uns wieder daneben setzen und ziehen vorbei. Sehr, sehr gut. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass unser Topspeed ausreicht, um hier vorne zu bleiben. Ah, nee, das tut er nicht so ganz. Wir müssen verteidigen in die Haarnadelkurve hinein. So spät bremsen wie nur irgendwie möglich. Und dann behaupten wir uns tatsächlich. Oh, erneut aber der Konter von Tsunoda. Und diesmal sind wir ein bisschen wehrloser als in der anderen Situation vorhin. Immerhin, Magnussen wird aber hinter uns bleiben. Und somit holen wir ein Pünktchen hier beim Debüt in F1 22. Und an dieser Stelle bedanke ich mich auch schon bei euch fürs Zuschauen.
Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Stellt mir Fragen, falls ihr welche habt. Die versuche ich dann in den kommenden Preview-Videos zu beantworten. Und dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen.